Hallihallöchen, Leute, weiter geht's hier in der Wettbewerbshalle von Wiesenflur. Keine Ahnung, was das schon wieder soll. Eben, ja, es geht weiter hier, weil wir heute den Wettbewerb machen. Nicht, weil ich ihn schon gemacht habe. Wahrscheinlich habt ihr es in dem Part schon gestern gesehen, beziehungsweise stelle ich ihn hoch, ist auch egal. Aber ich habe mir ja was anderes einfallen lassen für den Wettbewerb hier. Und den habe ich eben jetzt schon gemacht. Aber erkundet habe ich hier noch nicht. Und das machen wir jetzt. Und dann geht's eigentlich weiter. Wiesenflur habe ich. Nein, dann geht's in der Höhle weiter. Ja, ja. Oder? Naja, werden wir dann sehen. Naja, ich glaube, die kamen, nachdem ich den Wettbewerb gewonnen habe. Oder? Du und dein Pokémon, ihr strahlt eine wahrhaft magische Aura aus. Mit eurem ungreifbaren, ja geradezu unbegreiflichen Charme habt ihr mich komplett in euren Bann gezogen. Bitte, bitte, akzeptiere diese bescheidene Gabe von mir. Möge sie dir helfen, dein Publikum noch mehr zu verzaubern. Jo, okay, dann geben die mir vielleicht Bären. Hallo, du bist toll. Es macht wirklich Spaß, dir und deinem Pokémon zuzusehen. Pokémon sind eben nicht nur für Kämpfe gut. Das habe ich durch dich gelernt. Oh, wir haben Fans. Hier, das ist für dich und deine Pokémon. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg. Gauwebeere. Die muss ich auch dann pflanzen. Du da, bist du auch einer? Oh, wow. Du bist doch... Ich meine natürlich... Du bist vorhin beim Wettbewerb aufgetreten, stimmt's? Das war schon ganz gut, was ihr da aufgeführt habt. Du und dein Lucien, ihr habt euch schon einigermaßen ins Zeug gelegt. Das muss man euch verlassen. Ich bin jetzt so aufgeregt. Das ist für dich. Ich meine natürlich. Hier, nimm. Mach weiter so. Bitte. Vielleicht wird ja aus dir was. Ja. Oh Mann, ist niedlich. Ich würde jetzt umarmen. Ja, Japa-Beere. Und sagst du noch was? Ja. Gibst du mir mehr Beeren? Ja, ja, mit Lucien habe ich es ausprobiert. Ausprobiert. Schaut einfach den Part an, den ich natürlich auch verlinken werde. Ich habe deinen Auftritt beim Wettbewerb vorhin verfolgt. Ich will ja nicht selbst loben, aber ich bilde mir ein Auge für talentierte Wettbewerbsteilnehmer zu haben. Und du bist in meinen Augen als besonders strahlende Persönlichkeit aufgefallen, Sebi. Ich freue mich schon sehr auf deinen nächsten Auftritt. Hoffentlich trägst du dann wieder dieses tolle Kostüm. Nadabeere. Und stopft mir einfach eine Nadabeere in meinen Mund rein, oder? Naja. Das ist jetzt eigentlich auch nicht so schwer herauszufinden, dass ich da doch relativ gut darin bin. Ich habe 5-mal hintereinander gewonnen. Was wolltet ihr? Wer bist du? Ich bin für das Design der Wettbewerbskulisse zuständig. Wenn du mich ganz lieb bittest, bereite ich für die Kunststückrunde eine ganz besondere Kulisse vor. Also, was sagst du? Hä? Hä? Das könnten mir alle in die Kommis schreiben, was dir macht. Aber was? Standardkulisse? Ich mag eigentlich die Kulisse, also mit der Kamera. Das möchte ich schon beibehalten. Oder ist das... Oder gibt's da so eine Standardkulisse? Naja, egal. Diese Pokémon-Wettbewerbshalle ist so riesig, dass ich glatt eine Gänsehaut bekomme. Habt ihr gehört? Gänsehaut! An welchem Wettbewerb möchtest du teilnehmen? Wenn du beim Coolness-Wettbewerb mitmachen willst, muss dein Pokémon cool sein. Ach, wirklich. Wähle immer das Pokémon aus, das am besten gehört. Bla. Jetzt, ich hab vorher gewonnen. Steht hier, warum sind hier nicht meine Pokémon? Die haben so tolle Leistungen vollbracht. Ist Xenia noch da? Nein, gut. Aber die Frau, die das Pikachu, das Cosplay-Pikachu umkostümiert, ne? Du da noch. Ich habe meine Pokémon ja so lieb. Am liebsten würde ich nie aufhören, sie zu knuddeln. Oh mein Gott, ich habe einen Lebenspartner gefunden. Das ist meine. Meine, euch gehört die nicht. Die tickt genauso wie ich. Ups, das war gar nicht für deine Ohren bestimmt. Aber was soll's? Nein, das war bestimmt das Schicksal, dass dir das rausgerutscht ist. Rutscht. Hast du vor beim Wettbewerb? Dann probier doch diese. Oh, Anziehung. Oh, das Spiel will mir was sagen, ne? Aber ich tick genauso. Deine Pokémon haben mich total lieb. Gell, Moritz?
Ja, ja, Moritz hat mich herausgefordert. Aber erst nach der Darmstory. Wäre ja irgendwie unfair, wenn er jetzt schon nach... Er hat schon 6 Arena-Leiter hinter sich. Ja, ja, bist du unfair, wenn wir jetzt gegeneinander antreten. Aber danach. Ja, ja. Und seine Pokémon, die lieben ihn gar nicht. Die lieben ihn gar nicht. Er kann sie nicht nochmal streicheln. Ja, ja. Sie würden am liebsten nie aufhören, mich zu knuddeln. Ja, ich tick genauso. Vielleicht hat man das schon in diesem Let's Play bemerkt. Ich hab da einen Drang, alles zu knuddeln. Nee, nicht wirklich alles. Na, oder? Ich würde schon alles knuddeln. Ja, aber das... Ja, ja, vielleicht. Naja, aber ich gehe jetzt nicht raus und knuddel jeden, den ich sehe. Also da passe ich dann schon eher auf, weil das kann nach hinten losgehen. Aber ich hab nichts gegen Knuddeln. Siehst du, die Höhle neben dem Pokémon, da drin ist der Typ, der Felsbrocken irgendwas machen möchte, ja? Und du? Ah, die Musik ist so geil hier. Ja, geil, so schön. Der Wind steht hier förmlich immer günstig. Das steht hier nicht da, aber egal. Dass die Vulkanasche nie hierher geweht wird. Die Luft ist sauber und klar. Hier zu leben hilft auch schwachen, kränklichen Menschen. Der redet genau das Gleiche wie im Original. Naja. Eigentlich, hier ist ja Wiesenflur. Ach, geh wirklich, aber... Da drüben müsste dann Lavexelfeld sein, also wenn wir jetzt einfach gerade da Norden, da Norden. Ja, weil da schaut es nicht so schön aus. Naja, auf der Route. Naja, du da, weit von hier in Brachtpolis City. Ja, die reden über furchterregende Pokémon-Trainer wegen... Ich muss mich dahin... ist da was? Ist da was? Vielleicht ist da ja was. Ich habe mich versteckt. Naja, ich muss mich darauf setzen und ich muss mich natürlich auch darauf setzen. Ach ja, so Holzhölzer. Das mag ich. Ich mag Holzhölzer. Deswegen schaut das... Oh, ich liebe diesen Flur. Ich liebe es hier. Ich würde hier einziehen. Ziegen. Hier einziehen. Weil es schön ist. Mann, ein Eneko. Zeig mir doch mal dein Pokémon. Ich prüfe, wie sehr es dich mag. Oh, dein Pokémon. Es sieht sehr glücklich aus. Es mag dich wirklich sehr. Wer war es an erster Stelle? Tunnel. Mein Raimon. Ja, habe ich jetzt auch länger nicht mehr benutzt. Deswegen... Und ja, ich hab's trainiert. Normalerweise entwickelt sich Tunnel auf Level 20 und bekommt dann als erste Entwicklung, keine Ahnung, bekommt er dann 2 Attacken. Lernt's. Und das entgeht mir jetzt. Naja. Eneko, hallo. Ene? Mann, so süß. Ich habe auch 2 Eneken, ne? Ach, ich möchte hier nicht mehr weg. Du auch. Du auch, Mädchen. Mein Knilz ist verschwunden. Oh mein Gott. Nein. Eben war es noch beim Schild. Wo ist es hin? Das wird anscheinend nie aufgeklärt, oder was? Warum ist das so traurig hier? Das passt ja nicht rein. Mann. Jetzt bin ich traurig. Und ich sehe jetzt da auf dem Boden. Jedes Mal, wenn wir einen Schritt machen, sehen wir auch das Gras. Ne, seht ihr das? Seht ihr das? Ja. Schaut ein bisschen komisch aus, weil normalerweise sieht man hier jetzt nichts hervorstehen. Nur vereinzelt, aber... Erst nur, wenn man da herumgeht. Naja, ist auch egal. Verplapper nicht so viel Zeit und ich habe vergessen, den Timer zu stellen. Deswegen... 23. Oder nein. Ich möchte mehr. Nicht eine Stunde. Bist du bekloppt oder was? 24 Minuten ab jetzt. Egal. Naja. Mein Papa hat mir erzählt, dass der Tunnel voller scheuer Pokémon ist. Ich red genau das Gleiche. Das... Habe ich ja schon 1000 Mal angesprochen und ich glaube, ich brauche hier Zertrümmerer. Wer möchte denn das erlernen? Unser Blitzen? Ich weiß nicht. Blitzen, obwohl, nein. Ich hol kurz ein anderes Pokémon. Naja, das Team ist geblieben. Ich habe Laurel Zertrümmerer beigebracht. Weil es kann nicht schaden, gegen einen Stahl-Pokémon haben wir mit Laurel überhaupt nichts auszurichten. Deswegen. Ja, ja, und diese grüne Höhle hier. Was? Ach ja, hier geht's ja auch. Wohin? Ne? Hier kriegen wir auch ein Schattenglas, ne? 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 Und du schaust gar nicht aus wie dieser eine Typ, der nach dem Schattenglas sucht. Oh. Oh.
Es ist gar nicht da in der Mitte, sondern am Rand. Oh mein Göttchen. Ha, hast du was zu sagen? Ich habe meine Brille verloren. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Hast du nicht eine Brille auf? Diese Brille, darf ich kurz mal sehen? Das ist ein Schattenglas, stimmt's? Danach habe ich leider nicht gesucht. Wo habe ich meine Brille los und liegen lassen tun? Du hast doch eine Brille auf. Naja, da ist so ein Loch, wo man ein Loch graben kann. Ja, kappe bloß, joho. Okay. Ich glaube, jetzt ist eigentlich alles bereit. Ach so, nein, die Höhle gibt's ja noch zu erkunden. Und warum steht hier dieser Baum? Der irritiert mich. Naja. Diese Höhle und dann sind alle happy, ne? Alter, ne? Ein Wanderer in den Bergen nennt man gerne auch schon mal ein Bergmensch. Warum heißt es da nicht Berg-Pokémon oder irgendwie sowas? Oh. ja, Melvin. Da lese ich jetzt in diesem Let's Play das nicht mehr so genau vor. Die NPCs, weil die reden ja genau das gleiche wie im Original und ja, ich spiele gleichzeitig, Let's Play gleichzeitig. Ist offenbar neugierig, warum denn? Ja, Timer, warum sagst du mir nicht, dass ich dich starten muss? Naja, wo war ich schon wieder, keine Ahnung. Jetzt entwickelt sich unser Tunnel. Oh, und nicht Tunnel, sondern Reimer. Warum kann man das nicht umbenennen? Das ist doof. Jetzt kriegst du ein Konfusionskopfnuss ab. Du Macholo, weißt du das? Du stirbst jetzt. Siehst du, wie du jetzt stirbst? Boah. Tot. Weiter so. Ich möchte dich streicheln. Warum sagt er, er ist neugierig, was in meinem Beutel ist? Sagt er das nicht nur bei 4 Sternen, beziehungsweise 4 Herzen? Oder weniger? Also, bis zur Schöpfung gekämpft, ja. Aber es Achso, ja, du entwickelst dich ja jetzt. Hab ich ja gesagt. Jetzt wird unser Reimer erwachsen, ne? Jetzt ist es Inazuma 11 3. Nicht nur mehr Inazuma 11, sondern Inazuma 11 3. Ne? Und dann, wenn es ein großes Meter groß ist, ist es in Inazuma 11 Go. Ja. Ergibt keinen Sinn, aber egal. Ich wollte irgendwas herumplappern über Reimer. Na, was sagst du dazu? Mir egal. Boah, war ich nicht gemein zu ihm. Ach ja, Heike. Weißt du, Heike, dass Heiko nicht daheim ist? Naja, ich würde diesen Felsen gern aus dem Weg räumen. Doch mit meiner Kraft allein? Hey, Junge! Gib der Trümmerer her! Los, zertrümmere diesen Felsen! Tausend Dank. Na, jetzt sind sie wieder. Oh, vielen Dank! Warum habe ich jetzt so eine Stimme? Ich weiß nicht. Als Zeichen meiner Dankbarkeit, geheim, kriegst du das hier von mir? Stolosnit? Ist eh gut, aber gibt er dir nicht Stärke? Wer gibt denn dir jetzt Stärke? Das hab ich beim Turniergraben gefunden. Ich spüre ganz deutlich, dass es irgendeine mysteriöse Macht in sich birgt. Aber ich kann nichts anfangen damit, ne? Heike, ich kann dich jederzeit jetzt besuchen. Ist das nicht wunderbar? Und du blöder... Das rutscht so nach unten und das irritiert. Bitte ruh dich ein bisschen aus in mein Haus. Aus, raus, aha. Versteht ihr? Ich weiß nicht, was daran lustig ist. Aber vielleicht hat sich jetzt Heiko entschieden. Nein, jetzt muss ich noch... Sebi wartet zu Hause, jetzt muss ich zu ihm. Na, okay. Nee. Aber 2 Betten gibt's hier. Also nicht nur für die jungen Leute hier. Na, du bist also Sebi. Heiko hat mir von dir erzählt. Ich bin Heikos Cousine, nicht Heikes Cousine, weil ich bin Heiko. Heike, keine Ahnung. Nett, dich kennenzulernen. Ihr Heiks. Ihr heißt wahrscheinlich Heike Heik. Na, Heike Heik und Heiko Heik, ne? Weil es ihn da gibt. Danke dir, kann ich euch meine Freunde jetzt jeden Tag sehen. Ob ich überglücklich bin, ist das eine theoretische Frage. Also, wenn das Spiel genau das Gleiche sagt, sage ich auch das Gleiche. Naja. Ich cut das kurz raus, ne? Find er dich? Nee. Eigentlich nicht. Jetzt sind wir schon so weit. Also, hier haben wir schon alles, oder?
Also geht's einfach nach oben, dann wird man dich loben. Team Aqua, was willst du? Was willst du? Auf zum nächsten Ziel. Was war unser nächstes Ziel noch gleich? Na, der Schlottberg. Schalt gefälligst mal dein Hirn ein und sing nicht so blöd herum. Ich hab keine Lust, mir schon wieder von Wolfgang der Standpauke anzuhören. Der Schlottberg, der liegt ein ganzes Stückchen weiter weg von hier. Nämlich hinter Route 112. Das hat ihre Halte. Keine Ahnung. Aber auch schön, dass man die immer wieder trifft, ne? Schön. Schön. Nee, wir laufen mit dem Ding herum, weil sonst verpassen wir etwas, ne? Route 1111. Okay, sollen wir dieses ausmachen? Das sollen wir machen. Ich hab die Familie Sickers herausgefordert und viermal hintereinander gekämpft. Hinterher war ich kaputt. Ein Kaputtwacher? Ist er ein Kaputtot? Naja, ja, ich glaub, das ist sowieso wieder das Gleiche hier mit den Sickers, oder? Oder Haus der Sickers, die Herzen unserer Familie schlagen im Geheimklang. Naja, mal schauen. Aber ich glaube, ich werde das bieten hier, weil das ist, glaube ich, genau das gleiche wie im Original. Wenn ihr das in voller Länge sehen wollt, dann schaut mein Original gar nicht selber werben tun. Und ja, hallo. Hallo, ich will dich nicht lange aufhalten, denn ich sehe ja, dass du auf Reisen bist. Was hältst du davon? Du trittst mit deinem Pokémon. Nein, mit meinem Pokémon gegen mich an. Mit deinem Pokémon. Ha? Und das viermal gegen unsere Familienmitglieder. Das nenne ich einen Kampfgeist, das mag ich. Ja, in der Summe 11. Ach ja, das war ja so bekloppt hier, Victor. Wenigstens kann ich jetzt nicht mehr denken, dass die Kinder zu Hause gefangen halten. So, erst das den Kindern anbieten, so, jetzt kämpfen wir, ja, so zum Spaß. Und dann, wenn sie verlieren, die Kinder, dann geht's ihnen schlecht, die Kinder, ja. Dann rauben sie, dann kidnappen sie diese Kinder. Na, so sieht's aus. So sieht's aus mit dieser Familie, aber im Original. Jetzt kann ich das ja nicht bedenken, weil ich habe ja das gedacht, weil dieser Typi da ein Kind in den Helden gehielten hat. Gehielten sogar. Nicht gehalten, sondern gehielten hat. Ja? Und dann... Was dann passiert ist, ja. Voll das Drama wurde daraus gemacht. Aber das mache ich hier jetzt nicht mehr. Jo, gut gemacht. Eigentlich wollte ich nachsehen, ob du schon fünf Herzen hast bei Pokémon Ami. Weil das irritiert mich, dass du sehen wolltest, was in meinem Beutel ist. Weil ich... Das habe ich noch nie gelesen. Außer eben von Pokémon, die noch nicht fünf Herzen gehabt haben. Wow, du bist stärker als ich dachte, als du aussiehst. Was soll das heißen? Naja. Aber ja. Hey, ich habe einen starken Trainer gefunden. Du da. Hallo. Ach du meine Güte, bist du aber jung. Trotzdem musst du ein sehr guter Trainer sein, wenn du meine Mom besiegen konntest. Nun bin ich an der Reihe. Naja. Oder nein, ich... Victoria. Roselia. Naja. Ich werde das jetzt abbrechen. Jetzt habe ich auf Abbrechen gedrückt. Ja. Jetzt kennt ihr euch aus, ne? Du bist doch Typ Gift, oder? Dann sollte das keine Schwierigkeit sein. Yay, tot! Weiter so! Oh, das sind lauter Anspielungen auf Inazuma 11. Vorher Kampfgeist und dann dieses Weiter so. Das sagen sie auch immer wieder, wenn sie ein Tor geschossen haben als Jubel. So weiter so, ne? Oh mein Göttchen! Ja, Sickers. Ach, wie stark du bist! Oh. Ja. Los, wie am Fließband soll das laufen. Nichts quasseln. Antreten gegen mich, ja? Du bist stärker als Mami, wow, aber ich bin auch ganz stark. Ja? Ich will nicht quasseln, sondern kämpfen. Das dauert mir zu lange, oder? Was war das? Ich weiß nicht. Obwohl, das geht jetzt doch relativ schnell. Vielleicht lasse ich das normal speed. Naja, mal schauen. Mal schauen, weil ich möchte doch noch etwas... Ja, mal schauen. Mal schauschen. Juhu. Okay. Jetzt.
Zen-Kopfstoß? Nein, ich werde speeden. Nein, ich werde speeden! Gut gemacht. Gut gemacht. Weil, wie gesagt, ich möchte doch heute noch etwas mehr erreichen, als gegen diese Familie da anzutreten, weil... Ich möchte einfach weiter. Sophie, jetzt zeigst du mal, was du drauf hast. Ja, Sophie haben wir auch länger nicht mehr gesehen. Ja, wurde endlich mal Zeit. Yay, wann entwickelst du dich eigentlich wieder? Ein Kamaup werde ich mir vielleicht auch. Na, was heißt vielleicht, werde ich mir auch ins Team nehmen. Also wenn ich schon tausende Normal-Pokémon im Team habe, wird das jetzt auch nicht so schlimm sein, wenn ich ein Feuer-Pokémon ins Team nehme. Naja, mal schauen. Mal schauen, ich nehme einfach so viel, wie ich kann in mein Team. Und ein Knilz. Oh mein Gott! Knilz. Könnt ihr euch noch erinnern an das Mädchen? Das Mädchen aus Wiesenflur. Knilz ist nicht mehr da. Sie, die Familie, hat sich nicht geändert. Jetzt. Wahrscheinlich haben sie so viele Kinder daheim liegen. Ich muss sie alle befreien. Habt ihr schon wieder Erwion entführt? Das darf aber nicht wahr sein. Erwion, ich werde dich retten. Stirb, Mädel. Ja, da brauchst du mich nicht bepflanzen, weil ich dich mit einem Fliegel vernichte. Stirb. Obwohl, warum? Nein, Knilz soll nicht sterben. Aber das Mädchen. Aber es ist tot wegen Volltreffer. Ups. Upsi. Naja, aber das ist doch irgendwie merkwürdig, ne? Ne? Bisschen merkwürdig ist das doch, ne? Ne? Die betreiben wahrscheinlich so einen Kinderhandel, ja? Oh, sag bloß, ich hab verloren. Siegers. Die haben alle was mit Siegen zu tun. Glaubt ihr doch selber nicht. Das ist gemein. Hey, Omi. Ja, jetzt kommt die Anführerin, ja? Wie konntest du nur meine Enkelin zum Weinen bringen? Schäm dich. Dafür werde ich dein Pokémon ordentlich in die Mangel nehmen und dann auch dich. So läuft das Geschäft hier. Ja, Vicky. Ja, das ist so eine verlogene Familie. Und ja, starten wollte ich doch. Starten wollte ich doch. Ja. Was soll das? Ich weiß nicht. Obwohl, 10 Minuten, das war doch anhalten. Ich spiele heute da mit dem Timer rum, weil ich habe mir gedacht, ich lasse das Normalspeed jetzt. Und vielleicht dauert es heute wieder etwas länger. Aber ist doch egal, ne? Hör auf, mich zu schlagen. Wer hat das paralysiert? Warum auch nicht? Warum auch nicht? Jetzt kämpf so schnell, wie du kannst. Hör auf zu zweifeln. Setz einfach diese Attacke ein und vernichte dieses Weib. Los geht's, jaho! Oh, du bist stark, mein Enkelin, hatte recht. Ja. Aber diesmal zeige ich, was die zu quasseln haben. Ja, komm kurz vorbei. Keine Ahnung, warum ich so ein Drama aus dieser Familie machen muss, aber jetzt schon. Ja, achso, ich hatte gedacht, na, alter Mann, hast du was zu sagen? Ich kann mich nicht umsehen. Warum den? Trainer, die ihre Pokémon so meisterhaft einsetzen wie du, sieht man selten. Aber ich muss dir leider auch sagen, dass mein Sohn stärker ist als du. Er hat es sogar bis in die Pokémon-Liga geschafft. Der versaut in der Pokémon-Liga, in der Siegerstraße, die ganze Zeit. Also so stark kann der auch wieder nicht sein, wenn er da nicht mehr rausfindet. Mami ist stärker als Papi. Ich bin stärker als Mami. Und Oma ist stärker als ich. Und mein Bruder ist noch viel stärker. Okay.
In meiner Familie warten wir Pokémon mit Machbänder aus. Ja, ja. Hat dir aber anscheinend nichts gebracht, weil wir haben euch vernichtet. Vernichtet sogar. Warum gebt ihr so an mit euren Pokalen und sowas? Was soll das, ne, alte Oma? Es steht außer Frage, dass du stark bist. Aber wenn du gegen meinen Enkel antreten willst, wird dir das nur Tränen der Frustration beibringen. Er ist viel stärker als jeder Trainer, den unsere Familie kennt. Mein Enkel müsste jetzt gerade dabei sein, den Champ der Pokémon-Liga herauszufordern. Irgendwie ist die Familie so eingebildet. So eingebildet? Nur weil sie ein bisschen stark sind? Naja, stark waren sie jetzt auch nicht. Aber trotzdem, die sind nur eingebildet. Und habe ich ja gesagt, dieser Trainer, der vergammelt irgendwo in der Siegesstraße. Mehr nicht. Mir gefällt das aber nicht, dass ihr paralysiert seid. Das muss doch wehtun, meine Lieben. Du auch, Sophie. Naja, so. Ein anderes Pokémon kann sich mal beweisen. Blitzen, der entwickelt sich auch. Musste ich auch stoppen, aber ist nicht so schlimm. Oh, dieser Stein, der schaut aus wie ein Stern und fortsetzen. Juhu. Naja. Oh, es hat doch etwas gemacht. Das muss doch etwas bedeuten, ne? Nein. Es war wahrscheinlich nur das Einschalten, ne? Hallo, du da. Wenn deine Pokémon nicht ein bisschen besser trainiert wird, dann werden die hier durchkämpfen. Ja. Das ist die Psy-Trainer, das weiß ich noch. Oh, ihr da. An die kann ich mich auch ganz gut erinnern. Ja. Hallo. Nein, das ist die. Oh! Stark aussehende Trainer in sich da! Okay, Kamera, wir beginnen mit Dreh. Die ist ja ein bisschen energisch, ne? Oh, Pia und Udo möchten kämpfen mit Magnetilo und Flurmel. Magnetilo gefällt mir jetzt aber nicht. Nee, das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, Blitzen, der entwickelt sich nach diesem Kampf. Ist das nicht wunderschön? Nee, mit dir Kopfnuss und mit dir heißt es auswechseln, weil ich kann dir das Magnetilo nicht zumuten. Laurel, zeig mal, was du drauf hast. Ich brauche wirklich etwas gegen Stahl. Aber wirklich sowas von. Naja, aber gut, dass wir jetzt, also ich, Zertrümmerer beigebracht habe, unseren... Oh. Ja. Hör auf. Letzner rendert sich und wechselt aus. Eben nicht auswechseln. Eigentlich, Kopfnuss ist nicht so schön bei dir. Weil, meint sich, sag's... Lärmschutz, was? Oh mein Göttchen, nein! Naja, hat jetzt nicht den besten Angriff. Eigentlich einen miserablen Angriff hat mein Blitzen. Aber dafür doch einen relativ hohen Spezialangriff. Also ist das jetzt auch nicht so schlimm. Komm schon, Laurel. Ja, gut gemacht. Gut gemacht, Blitzen. Ich liebe dich. Nein, nicht. Gegen Magnetilo hilft das überhaupt nichts. Flurmel und wieder Zertrümmerer. Weil wir können nicht mehr ausrichten. Außer Dunkelklaue. Das würde sogar mehr abziehen, oder? Zertrümmerer ist 30 mal 2 ist 60 wegen sehr effektiv. Ja. Und ja, ist jetzt auch egal. Hör auf. Nein. Superschall. Oh mein Gott. Du legst dich. Oh mein Gott. Blitzen, der. Also. Da muss jetzt diese Reporterin voll durchdrehen. Wegen unserem Blitzen. Wie der jetzt kämpft. Ja, der zeigt es jetzt von seiner besten Seite. Und er entwickelt sich ja nach diesem Kampf. Ja, da hat die Frau Reporterin etwas zum Berichten, ne? Ja, schön. Ja, habt ihr kurz gesehen, dass es doch ein bisschen besser ist im Spezialangriff. Und sollen wir ja, oder? Aero Ass. Nein, ich möchte beibringen lassen. Bekannte vergessen. So. Ich wollte. Ja, besser als Flügelschlag. Immerhin. Gleich
viel abziehen, aber nie missen, ne? Nie missen. Und du bist auch tot. Und jetzt entwickelt sich unser Blitzen. Ist das nicht ein wunderschöner Part heute, ne? Yeah, gut gemacht, Team. Oh, mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Oh, ich zucke immer noch vor diesem Kampf. Das ist wirklich ein erstaunlicher Trainer. Wir haben tatsächlich einen starken Trainer entdeckt. Und das ist unser Durchbruch. Und ihr seht jetzt ein Blitzen entwickeln, ja? Das habt ihr heute auch noch zu sehen. Ja, 5 Minuten. Die müssen ja jetzt noch ein bisschen quasseln, also so 4-5 Minuten geht's noch. Ist doch noch relativ wenig, finde ich. Naja, aber ich glaube, dann geht's doch relativ schnell. Also, ist jetzt auch nicht so schlimm. Und ich kann Pokémon einfangen jetzt wieder. Schon wieder, ne? Was für ein sagenhaftes Match! Jetzt hau ich nicht mehr auf den Tisch. Ich bin komplett sprachlos. Deswegen rede ich jetzt zu viel. Du bist ein Phänomen. Unsere Augen haben uns also keinen Stress gespielt. Vom ersten Moment an haben wir dein Potenzial erkannt. Sorry. Ja. Wir sind im ganzen Land unterwegs und interviewen die verschiedensten Trainer von überall. Würdest du ein kurzes Interview? Natürlich! Oh, wirklich großartig, danke! Also könntest du mit einem Wort ausdrücken, was nach dem Kampf in dir vorgegangen ist? Kann man das eigentlich? Oh, schade. Oh, schade, da kann man jetzt nichts mehr auswählen. Okay, wie fantastisch. Nein. Man muss die Leistung vom Blitzen irgendwie hervorheben. Schockieren? Nein. Schockieren, das ist eher negativ. Was sollte man denn schreiben? Geschockt? Positiv geschockt? Nein. Blitzen. Ich schreibe einfach Blitz. Blitztastisch. Blitztastisch. Ja, weil es Sinn ergibt. Ja, gibt das Sinn. Blitz. Tisch. Tisch. Das ist ein englischer Ausdruck, also geht's. Blitztastisch, ne? Ja. Weil das war wirklich eine Meisterleistung von unserem Blitzen. Oh ja! Perfekt ausgedrückt! Warum muss ich immer mit meiner Faust da herumschlagen? Ja, ich hab das Gefühl, das tolle Sendung. Ja, Pokémon Dings. Ich möchte nicht so lang quasseln mit dir. Jetzt sind es nur noch 3 Minuten. Nur wegen euch, ja? Nee. Sophie zeigt doch mal, was sie drauf hat. Na? Ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Aber was sagst du zu einem kleinen Game? Keine Ahnung. Hallo, Irene Picknickerin. Natürlich ein Plusl. Warum auch nicht, wenn ich jetzt gerade ein Wasser-Pokémon rausschicke? Das gefällt mir nicht. Was kann ich jetzt gegen dich ausrichten? Ja, Wacky, du bist die Schönheit in Person. Ja. Schaut euch diesen einen Part an. Ja. Zugabe, fehlgeschlagen. Ja, ich glaube, Klugheitswettbewerb habe ich dich. Nein, Schönheit. Ich habe ja gerade gesagt, Schönheit in Person. Schönheit, du bist auch klug. Zudem auch noch. Zwar nicht wettbewerbsklug, aber doch. Naja, das muss nicht bedeuten, wenn Pokémon daran scheitern an diesem Wettbewerb, dass das negativ ist. Ne? Das sagt eigentlich überhaupt nichts aus, aber meine Pokémon sind sowas von gut, dass sie in einem Wettbewerb beweisen, was sie können und auch generell. Ja, so sieht's aus. Ja? Naja. Keine Ahnung. Los, mach dieses Pokémon schnell. Scham gefällt mir nicht. Nee. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Naja. Aber ich möchte doch schauen, dass der Weg frei ist. Ich möchte mindestens ein Pokémon doch fangen. Ja, was denn? Das habe ich heute auch schon angesprochen. Welches? Ja. Aber naja, mal schauen. Gut gemacht, Laurel. Ich habe dich lieb. Ui, du warst ja unverschämt gut. Unverschämt gut warst du. Hast du verstanden, ne?
Ne? Ich bin am Überlegen, ob ich nicht zum Schlottberg aufbrechen soll. Aber die Aussicht hier ist so wunderschön. Okay, ich muss an dir vorbei. Und dann dahin. Ja, da. Da hätte ich jetzt dieses Pokémon nicht fangen können. Hoffentlich trittst du nicht gegen mich an. Und ja, nach dieser Cutscene werde ich beten. Sebi, endlich sehe ich dich mal wieder. Ich möchte Heiko sehen, nicht dich. Ne, das war jetzt gemein. Ich möchte dich. Ich hab dich auch lieb, Heike. Ich hab nur Heiko im Kopf. Naja. Dort, schau doch. Das ist der Slotberg. Oh, das schaut schön aus. Da haben wir ja ein Thumbnail-Bild. Er ist so riesig, so prachtvoll. Der Anblick verschlägt mir regelrecht den Atem. Ich will unbedingt mal mit der Seilbahn bis zum Gipfel fahren. Ja, da bin ich auch gespannt, wie das dann aussehen wird hier im Remake. Na? Oh, dein Pokémon-Team sieht etwas erschöpft aus, Sebi. Ich mache es wieder mit für dich. Ja, ich hab nichts gegen Malke. Aber Heiko ist hier in diesem Spiel. Jo, danke. Dann habe ich noch das hier für dich. Stärke! Ja. Das war eigentlich nur logisch. Weil wenn wir von diesem einen Typen da nicht Stärke bekommen, von wem sonst? Ja, du wirst sie bestimmt gut gebrauchen können, wenn du in den Bergen unterwegs bist. Ach ja, außerhalb eines Kampfes kannst du damit einsetzen, wenn du Arena von Bad Labastadt hast. Hoppla, was hätte ich vergessen? Ich war auf dem Weg nach Laubwechselfeld, um Professor Cosmo zu besuchen. Also dann, Sebi, ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal und dann kämpfen wir auch, ne? Wo rennst du hin? Das ist da... Da drüben. Da drüben, darüber musst du, um zu Cosmo zu gelangen. Und Wanda siehst du dann wahrscheinlich auch. Ja, naja, schauen wir kurz rein. Vielleicht mit dem ersten Versuch bekommen wir das Pokémon und... Ja. Das muss jetzt auch sein. Wahrscheinlich ist der Part jetzt so extrem lange jetzt schon, jetzt. Blubstrahl sollte dich nicht vernichten, oder? Aber wenn ich schon dabei bin, fange ich das Kamaup hier in On-Screen, und nicht privat. Naja, aber wir wissen, so viel dürfen wir nicht einsetzen gegen ein Kamaup. Naja, aber das kann ich da für euch, oder? Oder nicht einmal auswechseln tue ich, weil ich glaube, Kamaup ist ja nicht so... Ja, habe ich ja gesagt. Ist ja nicht so häufig anzutreffen. Das wollte ich ja sagen, ne? Eigentlich könnte ich Macholo, aber keine Lust. Ja, aber jetzt kann ich. Yay, kam abgefangen und es ist weiblich. Da habe ich den perfekten Namen für ein weibliches Kamaup. Naja, Kamaup, oder? Oder? Jetzt zwei Namen. Zwei Namen fallen mir da ein für ein Kamaupchen, ne? Aber Taubheit, weiblich ist es. Kamaup. Kamaup speichert fast 1200 Grad Celsius heißes Magma in seinem Körper. Wenn es nass wird, kühlt das Magma ab und wird hart. Dadurch wird der Körper dieses Pokémon schwer und seine Bewegung träge. Ja. Ja. Muss das nicht heiß sein, wenn man es knuddelt? Ich muss es gleich knuddeln, also da muss ich mir sowas stock... Okay. Ich habe im Kopf entweder Jade, ist ja erstens rote Haare und ein Feuerfuzzi, oder Cammy, ist ja die Frau von Mark Evans. Cammy ist, glaube ich, in... Oder? Ich glaube, in Schatten ist sie die Frau. Ich weiß jetzt nicht, aber Cammy, weil... Cammy, es wird eher zu so einem Kamaup passen, der Name. Aber, Jade Cammy. Cammy, das passt einfach besser zu einem Kamaup. Cammy. Das muss ich kurz nachsehen. Ob man mit zwei... Cammy, Camilla, Cammy. Hat
ein M. Irgendwie, das muss ich später nachschauen. Ob man die Abkürzung auch mit einem... Ja, gut gemacht. Jetzt haben wir ein Camilla. Camilla. Ein Chamäleon Camilla. Naja. Ist jetzt eh lang genug geworden, die Folge. Also, ba, 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 bi, ba.